Ist eigentlich sicher. Okay. In meinem ersten Video zu Plotin habe ich versucht, den Weg nachzuzeichnen von der Unwissenheit zur Erkenntnis der Existenz des einen. Das heißt, wie man von vorbehaltlosem Suchen zu dem Schluss kommen muss, dass es das eine gibt und dass das eine im Grunde das Gravitationszentrum all dessen ist, was man als Welt, als Kosmos, als Sein betrachten könnte. Im zweiten Video habe ich im Grunde versucht, die Bedeutung, die Relevanz und das Gewicht eines solchen Argumentationsweges ein wenig zu beleuchten und welche Glaubwürdigkeit solchem Überlegen meines Erachtens zukommt. Im dritten Video habe ich dann ausgeführt, wie das eine sich tatsächlich für Plotin gestaltet. Also, was ist diese höhere Wirklichkeit, dieses Mehr als Sein, dieser Kern auch von allem, was wir in der Welt wahrnehmen, begreifen und in irgendeiner Weise erleben oder verarbeiten können. Das Ziel dieses Videos ist es nun zu schauen, wie aus Plotins Sicht ausgehend von der Unausweichlichkeit des Einheitsbegriffs und des Einen als Kern von allem, wie von dort ausgehend sich die Welt erklärt, sich die Welt präsentiert und in gewisser Weise die Welt entsteht. Ich glaube, zwei der ganz zentralen Annahmen von Plotin, im Grunde, ja, kann man es Axiome nennen, auf jeden Fall grundlegende Prämissen, sind folgende zwei. Alles Vollkommene zeichnet aus, dass es zeugt. Das heißt, allem Vollkommenen fließt etwas aus, aus allem Vollkommenen fließt etwas aus, das mehr ist als es selbst. Und zugleich aber doch nur Abbild ist. Mehr nicht im Sinne von höherwertig, größer, fantastischer, bedeutender, sondern mehr einfach nur, dass es sozusagen unseren Begriff des einen verlassen hat, dass es dort daraus hervortritt, etwas anderes ist, aber tatsächlich eher ein Abbild dessen darstellt, wo es herkommt. Ein Bild, um das zu verdeutlichen, was Plotin damit meint, ist für ihn sehr gerne die Sonne. Die Sonne als runder Körper, als rundes göttliches Phänomen strahlt unablässig Lichtstrahlen ab. Es beleuchtet die Welt. Das Licht tritt in die Welt und erhellt die Dinge. Und zugleich vergeht die Sonne aber nicht. Aus Plotins Sicht, nach Plotins Kenntnis, strahlt die Sonne Licht ab, ohne weniger zu werden. Ihre Fülle fließt über. Die Fülle des Lichts fließt aus ihr hinaus, ohne dass sie dabei verliert. Das ist im Grunde das Bild
Und die Erklärung, die Plotin nutzt, um die Kraft des Einen und die Kraft des Vollkommenen zu erklären, etwas Neues zu zeugen, das sie jedoch nicht intendiert haben müssen und das doch ihnen ihr Sein und ihre Wirkung verdankt. Ja, blumig formuliert. Ich glaube, besser geht es nicht. Besser konnte es wahrscheinlich auch Plotin kaum. Also in schöneren Bildern, aber nicht in meinem Sinne klarer, womöglich sogar noch nicht standfest, belastungsfähiger. Aber das ist einer der beiden Grundgedanken Plotins, der sein gesamtes Weltgebäude, seine Kosmogonie, seine Weltentstehungserzählung trägt. Das zweite Axiom besagt, dass ein Zeugendes immer mehr sein muss, immer höherwertiger sein muss als das Gezeugte. Der Vater ist immer besser als der Sohn. Das, was ursprünglich war und durch seine Fülle Neues entstehen lässt, findet sich selbst und sein Wesen, das, was es ausmacht, in dem von ihm Erzeugten im Grunde nur als Abbild, als Schimmer, als Abglanz wieder. Das sind die beiden treibenden Prinzipien tatsächlich, aus denen heraus Plotin den Weg ab vom einen bis hin zum Kaninchen und bis hin zur Materie erklärt. Was sind Hypostasen? Im Grunde sind Hypostasen ja Seinssphären, Seinsschritte, Seinsebenen, die sich auseinander entwickeln und doch miteinander in Bezug stehen. Und die erste Hypostase ist das eine selbst. Das eine, die Vollkommenheit schlechthin, die höhere Wirklichkeit, das alles ohne Vielheit, die Einheit, die nicht aus Teilen besteht, die bewegungslose, vollkommene Wirklichkeit. Ja, auch wieder blumig, nicht beschreibbar. Warum es natürlich auch aus der Logik Plotins nicht beschreibbar ist, habe ich im letzten Video ausgeführt. Und in dieser Darstellung, die ich aber gerade gegeben habe, sieht man direkt, dass es sich bei diesem einen, dass das Christentum über Augustin später sehr, 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 sehr inspirieren sollte, dass dieses eine nicht so einfach, wie man es immer wieder versucht hat, mit dem christlichen Gott zu identifizieren ist. Denn was das eine vom christlichen Gott oder vielleicht überhaupt von einem Gottesbild, das sich durch alle Religionen zieht, unterscheidet, ist, dass das eine nicht schöpft, dass das eine nicht schafft, sondern das eine zeugt. Was ist der Unterschied? Die Erschaffung der Welt, die Entstehung der Welt ist vom einen nicht intendiert, sondern sie ergibt sich. Sie ergibt sich aus dem Überfluss, aus der Vollkommenheit, ohne dass das eine einen Entschluss gefasst hätte, nun irgendetwas zu bewirken. Das widerspräche dem Wesen des einen, denn das eine ist in sich zufrieden. Es ist zeitlos, es ist raumlos, es ist bewegungslos, es ist in seiner Fülle und Vollkommenheit bar jeglicher Bedürftigkeit. Und wo kein Bedürfnis, da keine Bewegung.
Das heißt, das eine ist anders als der christliche Gott. Aber in beiden Fällen, im Christentum wie auch bei Plotin, ist das göttliche oder das eine Prinzip die Wurzel und der Ursprung von allem. Die zweite Hypostase, die Plotin nun sieht und die sich eben aus diesem Strahlen des einen ergibt, aus dem Überfließen des einen ergibt, ist der Geist. Der oder das Nous, griechisch, wird üblicherweise in Plotins Fall mit Geist übersetzt, dürfte vom aristotelischen Geistbegriff tatsächlich stammen und übernommen sein. Der Geist ist die zweite sogenannte Hypostase. Das heißt, der Geist ist ein Erkennen, ist eine Form von, in meinen Worten, Bewusstheit, die auseinandertritt mit dem Sein, vom Sein. Das Sein, das eine löst sich im Überfluss, in seiner Abbildhaftigkeit, in die beiden Elemente Geist und Sein auf, die aber nicht getrennt sind, sondern bei denen es sich lediglich um zwei begriffliche Komponenten des Erkennens handelt. Der Geist ist das Abschreiten, ist das Erkennen des einen als Gegenstand, ist das Erkennen seiner selbst als Gegenstand. Im Geist liegt im Grunde ein Abbild des einen vor, wie es sich selber rational wirklich wird, präsent wird, bewusst wird. Die Begriffe schwimmen alle hier. Entscheidend ist, mit dem Geist als subjektives Prinzip und dem Sein als objektives Prinzip tritt das eine in zwei Komponenten auf. Es entsteht aus dem sich selber Sehen des einen als Objekt. Das ist die zweite Ebene. Und dieses Erkennen liegt aus unserer Sicht, wenn wir jetzt daran denken, tatsächlich in Form von Formen vor. Das heißt, das Sein liegt im Geist als Formen vor. Das wirkliche Sein, das sich hier präsentiert im Geist, im geistigen Erkennen, das wirkliche Sein ist im Grunde die platonische Idee, Welt der Ideen, das Reich der Ideen, die Formen im Sprachgebrauch von Aristoteles, die das Eigentliche, das Wesentliche der Dinge sind. Und jetzt habe ich schon gesagt, ich spreche von Dingen. Es gibt eine dritte Hypostase, und zwar eine Hypostase der Seele. Die Seele und der Geist sind im Grunde, ja, nicht wirklich zwei komplett verschiedene Dinge. Sie sind beide subjektives Prinzip. Sie sind beide Tätigkeitsformen des Seins. Aber der Geist ist immer noch zeitlos tätig. Der Geist schreitet die Formen und die Formen mit den Mitteln der Rationalität nicht etwa nach und nach ab, um sie zu erkennen, sondern sie sind ihm unmittelbar und in jedem Moment in ihrer völligen Fülle präsent. Der Geist ist ein zeitloses Prinzip des sich selbst seienden Alles. Die Seele ist im Grunde
Eine niedere Form, wiederum eine aus dem Geist herausfließende Form des Bewusstseins, das nun Zeitlichkeit aufweist, das nun tatsächlich sinnliche Teile nicht selber aufweist, aber mit ihnen korrespondiert, nämlich mit den Dingen, mit den Körpern. Ich denke, man kann auch sagen, mit der Natur. Die natürliche Welt, die wir vor uns haben, auch wenn wir Materie, wenn wir Dinge sehen, ist im Grunde ein Abglanz, ist ein beispielhaftes Exemplarsein der Formen. Die Formen sind die Ideen, sind die eigentlichen Grundlagen von allem. Und die Gegenstände, die materiellen Gegenstände, mit denen wir uns befassen mögen, sind die, ja, im platonischen, im aristotelischen Sinne wahrscheinlich Verwirklichungsformen, als Gegenstände, als beispielhafte Gegenstände, die aber eben doch nur von geringerem Wert, von schwächerem Wert zu betrachten sind. Wir haben also drei Hypostasen. Drei Hypostasen, die traditionellerweise genannt werden. Wir haben das eine, wir haben den Geist, wir haben die Seele. Der Geist, das ist unfraglich, ist in seiner anderen Komponente das Sein und zusammen ist er quasi der Erkenntnisvorgang, der zeitlos unendliche Präsenz darstellt. Die Seele nun wird affiziert, wird angesprochen von den Gegenständen, von das heißt, während die Gegenstände ein Abglanz des Seins sind, der Formen sind, ist die Seele im Grunde eine Abstiegsform des Geistes. Es gibt tatsächlich eine geistige Seele und eine sinnliche Seele. Es ist immer schwierig. In irgendeiner Weise stehen die immer zueinander. Man kann sagen, die Seele ist eine Verfallsform oder eine durch die Gegenstände hinabgezogene Form des Geistes. Man kann auch sagen, der Geist ist im Grunde die reinere Form der Seele. Es ist immer so ein bisschen eine Frage des Blickwinkels, ob man das Ganze als ein Bewusstseinskonglomerat ansieht oder doch getrennt. Grundsätzlich ist tatsächlich so, dass das Wort Bewusstsein bei Plotin auch für die Seele eigentlich vorbehalten ist und die höhere Form von Bewusstheit, von ständiger Bewusstheit, die der Geist eben repräsentiert, im Grunde über das Bewusstsein hinausgeht. Meines Erachtens sind das sprachliche Feinheiten. In meinen bisherigen Videos habe ich mir tatsächlich die Freiheit genommen, Bewusstsein überhaupt als das subjektive Prinzip, sei es nun Geist, sei es nun Seele, gemeinsam sozusagen zu umfassen. Und tatsächlich, glaube ich, kann man auch hingehen und das eine eben noch als ein noch höheres Bewusstseinsprinzip sehen, das natürlich auch eine noch höhere Seinskomponente, eine Überseinskomponente in sich birgt, eben etwas, wo beide miteinander verschmelzen, aber eben nicht verloren gehen, sondern mehr sind. Was man sicherlich daraus sieht, ist, dass wir hier in einem hochspekulativen Bereich sind, wo alle Begriffe auch ins Fließen geraten, wo im Grunde bei Plotin auch kein wirkliches System, so wie ich das jetzt mache, präsentiert und vorgestellt wird, festgezurrt wird mit festen Orten für klar umrissene Begriffe, sondern das Ganze ist bei ihm immer ein Schwimmen oder ein Tanzen von Begriff zu Begriff, wo dann das eine aus dem anderen erklärt wird, im Verhältnis zum vorigen und zum nächsten, aber nicht wirklich ein festes System dasteht, dass man also einfach am Whiteboard irgendwie aufskizzieren könnte und dann sagen, so ist es aufgeteilt, so steht es da. Das ist mit Plotin im strengen Sinne nicht zu machen. Ich glaube aber letztlich auch wieder, zumindest für mich, ich muss es machen, weil ich sonst keine Orientierung finde, weil ich sonst tatsächlich
Schwierigkeiten habe, überhaupt mich irgendwie in Plotins Denken zurechtzufinden. Gut, das waren die drei Hypostasen, die traditionell über Jahrhunderte lang eben entsprechend auch benannt worden sind. Wichtig ist, dass man sich klar macht, dass Plotin selber den Begriff Hypostase niemals verwendet hat und dass er insofern auch niemals so ganz eindeutig diese Abgrenzungen vollzogen hat unter den drei Ebenen, die ich jetzt gebracht habe. Das heißt, das eine ist schon noch distinkt von den anderen beiden, aber letztlich auch da muss man sagen, das eine ist ja letztlich auch nur eine Ableitungsform des einen, das sich selber begreift. Also diese Strenge, diese begriffliche Strenge verbietet sich eigentlich bei Plotin und auch zum Übrigen hin, dass dann nicht mehr als Hypostasen gehandelt wurde, das aber meines Erachtens womöglich doch Hypostasencharakter besaß. Und zwar ganz konkret die Materie. Wir haben das eine, wir haben den Geist, wir haben die Seele und wir haben die Materie. Tatsächlich ist die Darstellung so ein bisschen schief, denn tatsächlich muss man sagen, wir haben das eine sozusagen als Gott oben drüber, als das Übersein, als das Unbegreifliche. Das tritt auseinander. Das eine tritt auseinander in subjektiven Geist, objektives Sein, wird dann durch Zeitlichkeit und durch konkrete Teilbarkeit und Konkretheit zu Seele und meines Erachtens eben auch zur Körperwelt, zur Natur, die auch quasi nebeneinander stehen, miteinander korrespondieren. Und der Grundstoff oder die letzte Abstiegsform des Objektiven liegt im Grunde in der Materie vor, die man fast schon als seelenlose als seelenlose Verfallsform, als seelenloses Sein, als Subjekt freies Sein betrachten könnte, als Gegensein, als gegen eines, als Nichtseiendes. Tatsächlich ist die Materie für Plotin eine Art undifferenzierter Grundmasse des Seins, die selber nicht mehr distinkt ist wie die Körper, die nicht mehr Vielheit ist, wie wir sie eben in begrifflichen Gegenständen haben, die aber eben trotzdem auch nicht zu verwechseln ist mit dem einen. Das eine ist mehr als Sein, die Materie ist eigentlich weniger als Sein. Im Grunde kann man sagen, dass diese Ebene die vierte, eine vierte Hypostase darstellt, in der nur eben die Rolle des Subjektiven schon gar nicht mehr besetzt wird. Man mag jetzt noch als fünften Schritt das tatsächliche Nichts, den Begriff, die Vorstellung des Nichts hinzufügen. Denn die Materie ist in gewisser Weise, auch wenn sie nicht mehr unserem Begriffsvermögen voll zugänglich ist, die Materie ist natürlich in gewisser Weise auch wieder irgendeine Verfallsform des Seienden, ja, des Seins als Formen, des Seienden als konkrete Verwirklichung und ja, dann eben in dieser untersten Kategorie oder Ebene. Aber es ist eben noch was. Es ist irgendwie eigentlich nichts, aber es ist eben doch. Und wenn man wirklich einen Begriff von nichts haben wollte, also von gar nicht in irgendeiner Weise korrespondierend, verwandt oder vergleichbar mit Seiendem, mit Eins, dann wäre das ein Begriff des Nichts, der aber eben schlicht nicht ist. So hätten wir dann tatsächlich sogar fünf Hypostasen beziehungsweise vier Hypostasen und einen ja, Grenzbegriff, einen inhaltsleeren Gegenbegriff. So tatsächlich mein Verständnis
der Kosmologie oder der Welt, des Weltgebäudes von Plotin. Es gibt auch andere. Es gibt durchaus die Sichtweise, dass man tatsächlich die Körperwelt und die Natur nochmal trennt, dass man die Körperwelt zwischen Materie und Seele setzt, dass also die Körperwelt nicht auf einer Ebene mit der Seele angesiedelt wird. In meinen Augen macht es zumindest, wenn ich es ganz grob nach meinen architektonischen Mustern im Kopf ordne, macht es mehr Sinn, es so zu verstehen und sich zu merken, wie ich es gerade präsentiert habe. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Es ist kein vollendetes System, sondern es ist im Grunde ein von Schritt zu Schritt Denken Plotins, das eben erkennbare Muster immer wieder erkennen lässt, aber niemals wirklich eindeutig ist. Plotin macht mitunter, selbst bei zentralen Begriffen, auch widersprüchliche Angaben in unterschiedlichen Aufsätzen. Damit müssen wir leben und damit müssen wir uns auch klar machen, das rein Begriffliche, das rein gegenständliche Wissen war niemals das Ziel, das Plotin hatte, sondern das Ziel war es, eine Orientierung zu kriegen, die uns hilft, den Aufstieg zum Einen zu finden. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt nun noch. Alles, was ist, sucht das eine. Alles, was in irgendeiner Weise ist, sucht die Vervollkommnung, versucht die Überschreitung seiner selbst zum nächsten hin. Und so begeben sich sämtliche Hypostasen, sämtliche Seinsebenen, sogleich, sobald sie dem einen oder der je höheren Ebene entsprungen, entkommen, entflossen sind, begeben sie sich auch sogleich wieder auf den Rückweg in dem Versuch, wieder nach oben hin aufzusteigen. Und so liegt in allem, was ist, immer auch ein Streben nach Erkennen, immer auch ein Suchen nach dem eigentlichen Kern, nach dem Wesen seiner selbst, nach dem, was es sein soll, aber noch nicht ist. Und was es trotzdem trägt, und was ihm trotzdem auch eine gewisse Legitimation gibt. Alles, was aus dem einen entspringt, über die verschiedenen Ebenen hin, ist natürlich immer noch gut, ist natürlich immer noch schön, abgewandelt, vermindert, verdünnt, bis es hin zur Materie hin nahezu entleert ist. Aber nichts ist eigentlich schlecht. Nichts ist eigentlich zu verachten. Es sei denn, Plotin schreibt in manchen Aufsätzen, dass es doch so ist. Ja, das tut er auch mal. Es gibt immer die Perspektive, ja? Ist die Mitte eher Teil des oberen oder eher Teil des unteren? Und das kann man mit jedem Element eben im Grunde so sehen. Und auch das unterste in dieser Stufung. Die Materie ist einerseits Abglanz der Güte und damit trägt es das Gute in sich und gleichzeitig ist es doch der Verfall, der auch von dem auch ein gewisser negativer Sog ausgeht, ein Verfall, ein Schmerz, ein Leid, das tatsächlich auch uns gefährdet darin, in der Liebe zum unbegreiflichen Einen, zum sinnlich konkreten uns zu orientieren, zu den Dingen der banalen Welt. Eigentlich ist alles von Liebe erfüllt, das heißt von dem Streben zum einen. Das ist die Kraft der Liebe, die Kraft des Aufstiegs. Aber in manchen Fällen kommt es vor, dass doch die konkreten Dinge sich so ins Bewusstsein, in den Vordergrund rücken, dass sie den Blick ablenken und eben uns an den sinnlichen, an den weltlichen Dingen zu viel Gefallen finden lassen. Etwas Gefallen ist gut, denn es ist ja schön, aber eben
zu viel des Guten darin zu sehen. Und das ist der Ursprung von Ungerechtigkeit, das ist der Ursprung von Krankheit, das ist der Ursprung von Unglück, vom Bösen, von dem, was wir nicht wollen. Die falsche Orientierung in dieser Aufstiegs- und Stufenmatrix, wie ich sie jetzt mal nennen will. Nun kommt natürlich ein weiterer Punkt dazu, den wir uns klar machen müssen. Dies alles geschieht nicht so ohne weiteres in der Zeit. Das eine ist zeitlos, es ist in sich geschlossen, aus ihm fließt sozusagen zeitlos der Geist, das Geistige hinaus. Aus dem Geistigen fließt im Grunde auch zeitlos das Zeitliche hinaus, dass die Seele in ihrer verzeitlichen Form, in ihrer Verzettelung als zeitliche Form. So, und daraus fließt dann eben die Materie, in der sogar das Subjektive verloren geht, aber alles strebt wieder nach oben und verliert sich doch nach unten. Aber auch wenn wir es in historischer Form nun realisieren, wahrnehmen, verstehen, ist es tatsächlich Teil eines Prozesses, der ewig und zeitlos ist. Es gibt nicht, wie im Christentum, den einen Moment der Schöpfung, den einen Moment der Schöpfungstat, also nicht nur die Intention, die der christliche Gott üblicherweise in seinem Schaffen zeigt, ist bei Plotin nicht vorhanden, sondern auch der erste Moment, die historische Linearität findet sich bei Plotin nicht, sondern in gewisser Weise entzeitlicht er damit auch die Geschichte. Alles ist immer und gleich und überall und doch nicht. Ja. Ich denke, das Weltbild Plotins führt letztlich durchaus in ein magisches Begreifen der Welt, in eine träumerische Begegnung gegenüber der Welt, in der auf jeden Fall zu allem, was wir hier erleben, zu allem, was uns beschäftigt, eine gewisse Distanz aufbauen, eine gewisse Reserve aufbauen, ein gewisses besser Wissen aufbauen, als dass wir es zu ernst nehmen sollten. Interessant, wie gesagt, philosophiehistorisch ist, dass Plotin in der Unterscheidung allein von Geist und Seele ein klassisch und typisch aristotelisches Prinzip aufgenommen hat, dass er andererseits aber auch ganz klar sich von Motiven von Aristoteles wieder trennt, wenn man eben auch den ethischen Aspekt daran sieht. Ja, wir sind alle Gefallene, aber wir können wieder aufsteigen. Wir können uns wieder nach oben orientieren und nach oben bewegen. Wir können uns reinigen. Wir können uns Gott wieder anähnen. Gottanähnlichung ist vorstellbar, indem wir in uns gehen, indem wir unser Selbst freilegen und dann auch sogleich hinter uns lassen. Das geht bei Aristoteles nicht. Für Aristoteles ist klar, wenn einmal der Blick abgeschweift ist vom wirklich Guten, von der Tugend, wenn der tugendhafte Charakter vom Weg abgekommen ist, gibt es in der aristotelischen Logik keinen Weg zurück. Gute Menschen tun Gutes und Gutes ist das, was Gute tun, nach Aristoteles. Es ist eine sich selbst tragende Dynamik und sobald man einmal aus dem Tritt kommt, führt kein Weg zurück. Für Plotin wie für das Christentum sieht es anders aus, sieht es hoffnungsvoller aus. Für beide steht der Weg der Rückkehr offen.